Da! Sind! Beri! Ja. Da! Du bist ja sehr kreativ. Na, kratzig? Hm? Kratzig? Du kratzt dich ein. Und zwar bei mir. Warum eigentlich? Kratzig? Halt's Maul, Alter. Scheiße. Es geht nicht. Keine normale Conversation. Ich finde schon, dass wir sehr abwechslungsreich unseren Podcast immer beginnen. Ja. Der ist nie langweilig. Ja. Vor allem merken die Leute, dass wir uns gerne haben. Also wenn ich mir den nächsten Tag anhöre, schlafe ich mal ein. Ja. So viel zum Thema nicht langweilig. Okay. Und ich sage, es ist in Ordnung so. Wie geht's dir, liebster Daniel? Mir geht's gut. Nee, wir sollen ja Richtung Kamera sitzen. Für alle Spotify-Hörer, wir sind auch zu sehen. Eigentlich muss doch mal, wenn ich schon nicht Werbung machen kann für irgendwelche Biersorten, dann wenigstens für unseren Podcast. Ja, die wollen noch nicht. Du nee, weißt doch. Die wollen nicht, das stimmt. Die Kohle geht immer nur in den größten Haufen. Richtig. So. Naja. Wir müssen mal richtig scheißen. Irgendwann sind wir der größte Haufen. Und dann werden sie bettelnd ankommen. Flehend, winselnd. Ja, und was machen wir dann? Dann sagen wir einfach nö. Mit den Füßen treten werden wir. Sie auslachen werden wir. Nee, wie geht's dir? Das würde ich gerne wissen. Ja. Das ist wie eine Oder-Frage. Möchtest du gerne Schoko oder Vanille? Ja. Ist ja cool, Mann. Verarschst du mich gerade? Nein, ich habe eine Eisdiele nachgemacht. Schoko oder Vanille? Ich sag dann immer beides. Das funktioniert gut. Nee, sag mal bitte jetzt. Wie geht's dir? Jetzt sag doch! Wieder gut. Ja. Ich habe mich vorgestern geledert. Und zwar richtig, richtig krass geledert. Du willst den Fehler der Woche jetzt zwischenschieben? Ja, muss ich ja. Du fragst mich, wie es mir geht. Ich sag wieder gut. Ach so, jetzt. Alle anderen sagen wieder, ja, was ist denn passiert? Dass es dir halt nicht so gut ging. Nee, daran siehst du mal, dass ich dir gar nicht zuhöre. Das bin ich ja gewohnt. Ja. Nein, wieso? Geledert, hä? Ja, ja. Wie geht's dir überhaupt erstmal? Ja, super. Weiter. Das passt heute wieder. Echt, ich merke schon, wir verstehen uns. Es wird eine tolle Folge. Ich habe morgen frei. Als einfach die Fresse. Ich habe mehr als Homeoffice. Hast du dieses Jahr überhaupt schon irgendwie... Nee. Nein, aber... Da kommen wir gleich zu. Ich habe die ganzen freien Tage aufgespart und jetzt haue ich sie alle raus. Wie das Geld, was... Später. Du hast was denn für Tage aufgespart? Naja, weiß ich nicht. Du warst doch zu Hause. Ich bin aber nicht auf Klo gegangen und das zählt alles zur Zeit dazu und das habe ich dann aufgeschrieben und jetzt sind ungefähr 2,5 Tage zusammengekommen. So, ich war auf Arbeit. Ja. Jetzt ist es natürlich blöd, so ein bisschen zu fachsimpeln, weil viele, viele, die zuhören, die sich natürlich auch die Frage stellen, was ist passiert, können das wahrscheinlich bildlich nicht verfolgen. Hm. Jetzt muss man sich vorstellen, LKWs fahren ja an Verladetore. Ach ja, genau. Ja, rückwärts an Verladetore ran. Ja. Und die schließen ja ab, also ne, die LKWs mit dem Verladetor. Ist das wie so eine, kann ich mir das, ich muss dir wieder, wie so eine Raumstation, die so andockt? Ja, akkurat. Ehrlich jetzt? Ja, ja. So ungefähr. Ich habe davon primitiver natürlich, ne? Ja, na klar, das so. Sonst würdest du ja nicht fahren. So, und jetzt ist das Überladeblech vom Gebäude zum LKW ist nicht so breit, wie der LKW breit ist. Sprich, du hast rechts und links, hast du so ungefähr einen Meter Luft, okay, wo du dann so bis auf den Fußboden 3-4 Meter in die Tiefe. 3-4 Meter? Ja, ja. So hoch ist das ja, ne? Die Ladefläche. Vielleicht doch. Ja, 3 Meter ungefähr. Jetzt musst du dir vorstellen, manche Paletten mit Lebensmitteln sind ja hochgeladen. Die sollen eigentlich nicht so hochgeladen werden, aber einige übertreiben es halt, weil mehr Ware, mehr Verkauf, weniger Platz und so weiter und so fort. Stell dir mir vor, dieser Schwerpunkt ist dann ja ziemlich also wackelig wahrscheinlich. Ja. Ne? Worauf ich hinaus will, ist, dass es zu hoch war und ich das nicht reingekriegt habe, weil ich mittendrin auch so ein Kühlgestell für Kühllamellen zu hängen habe. Ja. So, ne? Und das ragt natürlich nochmal so 20 cm nach unten. Von daher passte die Palette nicht. Also musste ich die per Hand runterpacken. Habe also einen Karton von oben nach unten genommen. Ja. Und wollte die in einen Rollcontainer. Im LKW schon. Genau, schon im LKW. Und wollte die aber in einen Rollcontainer, den ich draußen im Lager, im Gebäude reingestellt habe, reinbringen. Mhm. Ich hatte diesen Karton aber vorm Gesicht und renne los. Und trete in dieses Loch sehr seitlich. Nein. Jetzt musst du dir das Gefühl vorstellen, es ist, als wenn du eine Treppe verfehlst, wenn du die Treppe runtergehst. Ich weiß, aber wie es ist. Bei einer Treppe verfehlst du ja ein oder zwei Stufen und kommst wieder auf. Ja. Das ist bei 3 Metern nicht möglich. Das heißt, ich bin mit meinem Schwerpunkt, mit meinem Standbein in dieses Loch beim Vorwärtsgehen
und habe mein komplettes Körpergewicht plus diesen Karton, diese Kiste mit meinem anderen Bein aufgefangen, wo ich natürlich komplett nach unten maracht bin. Ne? Das heißt, ich habe mit dem Arsch auf den Fußboden gehangen, das Knie hat tierisch geknackt. Ich wollte gerade sagen, total da musst du dir was gebrochen haben. Ja, das denkt man. Aber ich bin da, ich bin ein Sportler. So, ich übertrage das jetzt mal ins Audiovisuelle. Ja. Er tut so, als wäre er He-Man gerade. So guckt ich er. Ich bin Superman. Ach, Superman. Ja, ja. Noch eine Schippe drauf. Ja, natürlich. Alter, das stelle ich mir echt scheiße vor. Nein, aber es war wirklich, ja, ne? Ich habe das Gefühl gehabt, meine Kniescheibe springt mir 5 Meter weg. Keine Ahnung. Aber du hast doch nur noch eine, ne? Pro Bein. Ach so, pro Bein. Ja, und damit hatte ich so die letzten 2 Tage zu tun. Es ist, ich denke mal, eine Überdehnung hat stattgefunden, ja, aber ich hatte Glück. Bist du beim Arzt gewesen? Nein. Nein. Das heißt, ich kenne meinen Körper. Ich weiß, wie er funktioniert. Ja, du weißt, wo die Kniescheibe ist. Also zumindest da wusstest du es dann plötzlich. Alter Schwede, ich stelle mir... Nee, aber ich wirklich, ich meine, abgesehen von den Schmerzen stelle ich mir dieses Gefühl, ins Bodenlose zu treten. Ja, das war schon erschreckend. Ja. Also mehr kann man dazu nicht sagen. Es war einfach nur erschreckend. So ging es mir mal auf dem Oktoberfest. Da wollte ich mir ins Bodenlose gesoffen. Ja, das auch. Und danach ins Bodenlose getreten, weil ich mit dem rechten Bein wollte ich wirklich, das wollte ich auf den Tisch stellen. Mhm. Und dann hat der Tisch verfehlt. Ich weiß nicht, wie das passieren konnte. Das verstehe ich auch nicht. Ja, dann lag ich auch. Ja. Ja. Aber das war nicht ganz so hoch. Also 3-4 Meter ist natürlich heftig hoch. Ja, Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Also ich bin jetzt nicht 3 Meter gefallen, ne? Nein. Du hast dich oben abgefangen, ne? Ja, ja, genau. Genau. Ich bin nur in dieses Loch. Und das Loch, wenn du das siehst, sagst du dir, Alter, das ist wieder so Zufall. Ja. Da kann man eigentlich nicht reintreten. Und was ist mit dem Karton passiert? Nichts, den habe ich ja festgehalten. Achso, ich wollte gerade sagen, den hast du während des Fluges noch abgestellt? Na, eigentlich habe ich eine einbeinige Kniebeuge gemacht, bis auf den Fußboden. Geil, ich stelle mir das gerade vor. So muss man sich das vorstellen. Oh Gott. Na, und das mach erstmal, eine einbeinige Kniebeuge, bis der Arsch auf dem Fußboden ist. Ja, aber kein Wunder, dass das Knie wehtut. Ich meine, du belastest ja komplett das eine... Es geht ja ruckartig. Es ist ja nicht so, dass du es langsam machen kannst und dich rantasten kannst, ne? Krass. Versackst wirklich ins Bodenlose. Das ist eine bodenlose Frechheit. Ja. Und du hast dann gechillt auf der Couch? Hast nicht mehr Red Dead Redemption gespielt? Ja, genau. Ja, Armin ist ja schon hier so ein bisschen. Genau. Du machst mit deinem Mikro wieder schön an. Ich schnarre wieder. Volle Granate. Kratzig. Mhm. Ja, ich kratze gerne bei dir. Ist ja auch egal. Ja, jedenfalls kann ich nachvollziehen. Mhm. Ja. Das war jetzt 2 mhm. Antworten auf eine Frage. Gut, dann stelle ich die 2. Frage. Hast du einen Fehl der Woche für mich? Also pass auf, ich habe vorgestern... Hast du denn einen? Nein. Nein, ich habe keinen. Nein, wie auch? Genau. Dankeschön, dass du mir das abnimmst. Ja, wie auch. Ich wusste genau, was kommt. Fick dich, Alter. FSK 32. So, ich möchte ganz gerne mit meiner kleinen Rubrik anfangen. Das haben wir ja schon mal gesagt. Oh, jetzt haben wir unterschiedlich große. Wow. Was waren denn da meine früher? Waren die groß oder klein? Ja, du hast ja nichts mehr. Nee, früher, sag ich ja. Früher. Mhm. Früher gab es einen Kaiser. Ich trinke mal. Ich habe eine weitere Weisheit der Woche. Oh. Mhm. Ein heißes Backblech sieht genauso aus wie ein kaltes. Ist das schön! Also, liebe Kinder, musste man nicht meine Uschi auch schon feststellen. Ja, ne? Ja. Das geht so schnell. Ja. Gar nicht mal beim Rausholen aus dem Backofen. Du stellst es meistens mit deinem Plüschhandschuh, ne? Warum lachst du da? Ich hatte gerade in Millisekunden einen anderen Begriff versucht, für diesen Handschuh zu finden, aber. Irgendwas zum Überstülpen. Ja, genau. Was ja. Also ein Kondom. Warum sagst du das? Das war so schön, als wir es noch nicht wussten. Du hast damit angefangen, ja? Überstülpen gesagt. Oh, mein Gott. Naja, aber wenn das Ding da oben steht. Das ist toll, dieser Scheiß, Alter. Hör doch mal auf damit. Und du hast quasi abgeladen. Also du und du willst es wieder zurückstecken. Jetzt ist gut! Dann fässt du an und das Ding ist heiß. Ja. Das
du jetzt mal auf, oder was? Was soll denn das? Gut, das zu dem Thema Weisheit der Woche. Ja. Es ist irgendwas. Ich mach mal. Genau. Ich möchte jetzt gerne Flachwitze hören. Flachwitze. Da, 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 da. Ich freue mich. Ich überbrücke die Zeit, bis du was sagst. Ich freue mich. Was ist ein Idiot beim Italiener? Weiß nicht, der griechisch bestellt, keine Ahnung. Ein Trottellini. Oh, meine Fresse, Alter. Ui, 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 ui. Das war ein Wortspiel geselliger Art, muss ich mal sagen. Was ist ein roter Fleck in der Wüste? Ich wusste schon mal, ich kenne den Scheiß, Alter. Eine Trockenperiode. Ja, ganz genau so ist es. Hast du nicht vorhin gesagt, du hast nichts Versautes? Das war nichts Versautes. Nein, überhaupt nicht. Warum fallen Taucher rückwärts vom Boot ins Wasser? Das habe ich mir auch schon immer gefragt. Ja, kann ich dir eine Antwort geben? Na? Mhm. Weil, wenn sie nach vorne fallen würden, wären sie ja noch immer im Boot. Affengeil ist der. Affengeil. Ich konnte erst gar nicht darüber lachen, aber umso öfter du den zu Gemüte führst und inhalierst, weißt du, sagst du dir, blöd, Alter. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich stelle mir das vor. Und alle gucken so, und er kommt so hoch. Wo soll ich denn wissen, wo es lang geht? Ich stelle mir das ja auch richtig schlimm vor, weil die Taucherflaschen und das, was du auf dem Rücken hast, ist ja schwer. Die begraben. Das heißt, die liegen da wie Maikäfer. Wie Trockenperiode. Ah, ne, das ist nass. Alter Schwede. Herrlich. Sehr schön. Wo machen Schornsteinfeger Urlaub? Keine Ahnung. In Russland. Mit Russland hast du es echt. Er ist der Moskauer. Das war ja genau. Beim letzten Mal. Sehr gut. Weiter so. Russland-Witze finde ich gut. Echt? So. Drei Männer sollen gerichtet werden. Die Richterin zum Ersten. Was bist du vom Beruf? Schreiner. Ich lasse dir den Schwanz abhobeln. Oh Gott. Der Zweite ist Metzger. Ihm wird der Schwanz abgehackt. Alter. Kommt der Dritte an die Reihe und sagt... Bei mir können sie lange lutschen. Ich bin Eisverkäufer. Nichts Versautes? Nein. Nein, nichts Versautes? Nein. Nein, nein. Ist okay. Ja, ja. Alter, was war das? Das war das Rentenloch. Ich habe keine Ahnung. Mofa oder was? Mooskauer. Jetzt geht's los. Ja. Was heißt Sperrstunde auf Chinesisch? Spellstunde? Nein, weiß ich nicht. Watt schon zu? Aber wichtig ist, dass man das als Frage formuliert. Finde ich gut. Geil. Watt schon zu? Was passiert, wenn man einen blauen Turnschuh ins Rote Meer wirft? Keine Ahnung. Er wird nass. Sag mal, hallo? Das ist doch primitiv. Das ist ein Flachwitz. Ja. Das stimmt der ja. Der soll ja nicht... Warum denkt man automatisch an, an Schaden, an Farben? Ja. Was soll dieser Quatsch? Naja. Oh, wusstest du eigentlich, dass Türken die nettesten Leute auf der Welt sind? Ehrlich gesagt, das wusste ich wirklich nicht. Mhm. Weißt du auch warum? Nein. Sie kommen immer mit 10 Leuten und fragen dich, hast du ein Problem? Gut. Ich bin auf die Reaktionen gespannt. Aber wo ich recht habe, habe ich recht. Ja, mein Gott, natürlich. Türken sind sehr nette Menschen. Ja. Man muss so an die richtigen gehören. Ja. Und das trifft an, ja an die richtigen 10. Genau. Sehr geil. Vielen Dank. Waren extrem gute Witze heute. Ja, ne? Alter, und nicht versaut. Wie kriegst du das eigentlich immer hin? Wo kriegst du Futter her? Denkst du dir die selber aus? Weil Weihnachten ist, kriegst du es so gut hin. Was ist los? Wenn ich mir die selber aussuchen würde, ne? Ja. Wäre ich reich. Ja, das stimmt. Klaue ich aus dem Internet.
Aus dem Internet. Ja, aber das wissen doch alle. Ja, ja, natürlich. Nein, aber das Problem ist halt wirklich nur die richtigen zu finden, weil ja. Jeder Humor ist halt unterschiedlich. Aber das hatten wir ja auch schon. Ja, ja, natürlich. Na, das ist halt wirklich, du liest mittlerweile 100, die wiederholen sich auch alle. Mhm. Na? Mhm. Um nicht Werbung zu machen, ich trinke heute Lübser. Alles gut. Ich gehe alle Biersorten durch. Ich mache das mal. Und damit keiner auf die Idee kommt, dass wir jemals... Solange wie es nur das Bier ist, was du so oft wechselst. Also ich habe, glaube ich, Moment, ich habe vor 10 Jahren ungefähr aufgehört zu rauchen. Vielleicht so 15 Jahre. Ah, okay, dann ist ja gut. Das ja. Meinst du? Ja, ja, natürlich. Ja. Mhm. Warum guckst du jetzt so komisch? Nee, ich hatte was im Auge. Ich leg noch mal ein bisschen Holz da. Ne? Ja, mach das mal. Das war noch genug drauf, aber... Weißt du, was mir mal aufgefallen ist? Na? Ich meine, ich bin ja nur viel auf der Straße unterwegs. Und damit meine ich jobmäßig mit dem LKW. Ah, nicht mit dem Handtuch über dem Arm. Nein, auch nicht auf dem Strich und so. Alles klar. Ne? Auf jeden Fall ist mir aufgefallen, es geht wirklich tatsächlich wieder auf Ende des Jahres zu. Ja, also man merkt wirklich, dass jetzt gar nicht mal witterungstechnisch. Auch nicht wegen den Weihnachtsbäumen auf dem Dach oder so. Nein, auch nicht. Weißt du, woran ich das festgestellt habe? Dass auf den Autobahnen oder in den Städten immer mehr Baustellen plötzlich wieder aufgemacht werden. Ja, okay. Ist dir das zufällig mal, wenn du mal rauskommst? Und also, um mal deine komische Bemerkung zu übergehen, und die Antwort relativ zügig zu formulieren, damit du gar nicht mehr... Was? Ich merke das ja in dem Moment immer, wenn ich lange Strecken fahre Richtung... Milchtankstelle hier. Das sind 200 Meter. Ja. Ja. Und bis dahin, du kannst dir gar nicht vorstellen, was da los ist. Ich finde wirklich... Nein, ich weiß, was du meinst. Ja, ja. Also ich weiß genau, was du meinst. Es ist mega und ich habe immer das Gefühl, dass viel mehr Baustellen aufgemacht werden, wie überhaupt Leute da arbeiten. Ja. Hauptsache, damit sie diese Fördergelder, die sie ja fürs Jahr bekommen haben... Meine Uschi hat mir mal erzählt, dass auch offene Baustellen unfassbar viel, selbst wenn da keiner arbeitet, unfassbar viel Geld kosten. Ja. So. Ohne Details, so, aber die kosten halt einfach Geld. Das ist wie mit Lagerkosten. Ja. Das ist ja auch ständig so. Und ich kann es nur erahnen, woran das liegt, warum gerade Richtung Ende des Jahres irgendwelche Sachen aufgemacht werden und dann mal gucken. So immer, Hauptsache, mein Vater würde sagen, auch erstmal eine Baustelle machen und dann mal gucken. Mhm. So. Vielleicht brauchen wir die ja gar nicht, aber egal, wir machen erstmal eine. Ja, und ich habe immer das Gefühl, dass die Fördergelder, die sie quasi für das Jahr bekommen, dass sie die noch nicht ausgeschöpft haben. Und ich habe mal das gehört. Ja, aber warum? Woher muss ich es ja haben, dass wenn sie dieses nicht ausschöpfen, genau, dass es fürs nächste Jahr quasi minimiert wird. Genau. Dass sie nicht mehr so viel kriegen. Richtig. Und deswegen kloppen sie es raus, ja, wo es auch immer geht. Und das ist eine Geschichte, die ich nicht verstehen kann, weil in jedem wirtschaftlichen Unternehmen, normalen wirtschaftlichen Unternehmen, wird es bedarfsorientiert, das Geld verteilt. Ja. Das heißt, wenn du sagst, ich plane für das nächste Jahr das und das und das, die und die Projekte, dann wird sozusagen das Budget eingeplant. In der öffentlichen Hand, von der reden wir ja gerade, ist es genau andersrum. Da wird geguckt für das laufende Jahr und genauso viel gibt es auch das nächste Jahr, wenn nicht weniger. Ja. So, weil es eben weniger ausgegeben wurde. Hat denn deine Uschi, ich meine, ich weiß ja, was sie vom Beruf ist, hat sie denn mehr in die Kategorie Verkehrswesen was zu tun oder ist das so mehr im Bauwesen, was Häuser und so weiter betrifft? Nee, Verkehr. Also könnte man rein theoretisch vielleicht auch mal ein paar Fragen stellen und sie könnte darauf Antwort geben, ohne jetzt ins Detail zu gehen. Und ja, das könnte man. Ne, also zumindest, oh, hi Olli. Weil mich würde schon mal sowas interessieren, warum es nicht Baustellen gibt, die am Tag die Fahrer, gerade zu Sturm- und Drangzeiten, berufsbedingt, ne, Pendelverkehr und dieses in die Stadt fahren, gerade Hamburg, große Städte, Elbtunnel. Ne? Es ist ja Katastrophe. Ja, seit Jahren. Warum es dann nicht Sachen gibt, die nachts abgewickelt werden, wo weniger Verkehr ist? Wenn ich dann immer höre, von 5 bis 8 ist die Autobahn kurz vorm Elbtunnel erstmal von dreispurig auf einspurig, weil da irgendwelche Reparaturarbeiten stattfinden. Wo ich sage, Alter, das kannst du auch von 1 bis 4 machen, da fährt kein Auto. Ja, ich kann dir sagen, woran es liegt. Flutlichtdinger drauf, ja, zack, zack. Die Leute kosten mehr Geld. Die nehmen halt Zuschlag. Ja. Das wird es wahrscheinlich sein. Und was mich so wundert, ist, sind diese Baustellen, die ja da sind, auch tagsüber. Nur tagsüber wird nichts gemacht. Es wird nur nachts was gemacht. Weil tagsüber sind die Leute auf anderen Baustellen, ja, die nicht beleuchtet sind. So. Du hast ja aber trotzdem das Problem, dass von 3 Spuren auf 1 gelenkt wird und schon Stau. Mhm. Weil da eben alles rumsteht. So.
Kommt mir sehr bekannt vor, da wird das Risiko eingenommen, dass der Verkehr dann halt quasi stockt und die Leute halt warten müssen, die dann zur Arbeit müssen oder wie auch immer. Ja. Weil es kommt mir ähnlich bekannt vor, bei uns auf Arbeit ist das so. Wir fragen uns nämlich immer, dass die Packer, die unsere Waage packen, unsere Ware, warum dann nicht mehr engagiert werden, wenn sie das nicht schaffen? Nee, da lassen sie uns Fahrer warten, weil die Packer teurer sind als wir. Ja. Was? Die sind teurer? Ja, ja. Also wir Fahrer sind quasi günstiger. Es kostet denen nicht, dass die Wartezeit kostet denen kein Geld, weil der ist ja der Kunde. Was ist denn denen denn teurer? Der Stundenlohn. Ja, das ist schon klar, aber warum? Ja, ja, weil sie zuschnittsoptimiert arbeiten, damit alles reinpasst, oder warum? Wie jetzt? Warum sind die teurer? Wie das da bezahlt wird, weiß ich nicht. Ich weiß halt einfach nur, dass gerne dann gesagt wird, es wird das Risiko eingegangen, dass die Kraftfahrer, die Ware ja laden müssen, dass die auf die Ware dann halt einfach warten. Ja. So, wenn die nicht fertig gepackt ist, müssen sie warten. Also müssen wir fast stündlich, also Stunden. Und wir sitzen dann auch mal da, dann stellt doch mehr ein, dann kompensiert das doch mal irgendwie, strukturiert das anders und so weiter und so fort, dann heißt es mal nö. Ja. Also, nee, weil nicht die. Ja, genau, ja doch, alles gut. War richtig. Ja, war richtig, okay. Genau. Ja, es ist krass, muss ich sagen. Aber mal zurück zum Thema. Ich finde es sehr interessant. Das erinnert mich immer so ein bisschen an alles, was im Jahresendgeschäft so läuft. Das ist in den Versicherungen ja genauso. In den Versicherungen ist es so, dass Ende des Jahres unfassbar viele Versicherungen verkauft werden. Das mag ja sein mit der Kfz-Versicherung, weil das ja sowieso immer im November wechselt. Ja. So, aber auch so habe ich das Gefühl, dass die Leute plötzlich Geld locker haben. Ja. Und plötzlich sagen, na gut, dann schließe ich die halt ab, die Versicherung. Was bei uns der Laden dann brummt, jahresendgeschäftsmäßig. Und das ist ja nicht öffentliche Hand, sondern das ist ja wirklich gesteuert von der Wirtschaft, so vom Angebot und Nachfrage. Und das wundert mich so, dass es immer Richtung Ende des Jahres geht. Warum ist das so? Warum ist der Black Friday Ende des Jahres? Weil sie alle Weihnachtsgeld kriegen? Vielleicht die Lager leer kriegen wollen. Oder ja, so. Irgendwie so. Ja, irgendwas liegt vielleicht zu lange. Es ist ja nicht verderblich, aber... Das ist doch merkwürdig, oder? Mir ist noch bei mir auf Arbeit immer aufgefallen, dass... ich will da jetzt gar nicht aus dem Nähkästchen plaudern, vielleicht ist es ja in anderen Speditionen auch so, aber vieles wird ja so mit Prämien bestickt. Also ich weiß ja zum Beispiel, dass Disponenten und so weiter ja Erfolgsprämien bekommen, ja, die eigentlich immer manchmal so wirklich für den Arsch sind. Ich nenne mal ein einziges Beispiel. Ich sollte mal vor Jahren, wo ich halt auch noch Disponent war, sollte ich mal eine Prämie bekommen, dann, wenn der Durchschnittsverbrauch der gesamten LKWs, die mir unterstellt waren, unter, ich nehme jetzt mal eine fiktive Zahl, 34 Liter sind. Ja. Das heißt, ich hätte bei den Fahrern mitfahren müssen und hätte sagen müssen, nimm meinen Fuß vorm Gas. Jetzt hast du natürlich Leute, die fahren hunderte von Kilometern auf der Autobahn. Da geht das mit dem Dieselsparen. Wenn du aber durch Großstädte fährst, wo 1000 Ampeln sind und du ständig beschleunigst, bremst, Das ist das, was auch keine Chance. Ja, ja, genau. Und deswegen sage ich mir dann immer, da kannst du schon auf diese Prämie eigentlich scheißen. Wer lässt sich sowas bitte schön einfallen? Was wird da für unnützer Druck aufgebaut von den Arbeitgebern? Das oben? Klingt gut. Das klingt am Ende gut. Genau. Du sagst, wie geil, was für ein cooler Arbeitgeber. Ja. Und es ist trotzdem nie erreichbar. Eine Prämie, geil. Oh, was? Ja. Und dann heißt es, ja, du hast leider einen Durchschnittsverbrauch von 34 Litern bei deinen dir unterstellten 75 LKWs nicht geschafft. Du bist bei 39,8. Du kriegst die Prämie leider nicht. Ja. Bam. Wir haben das tatsächlich gehabt. Das ist auch wirklich schon 10 Jahre her, dass wir zum Weihnachtsmarkt gefahren sind, alle Disponenten und unser Gebietsleiter zusammen. Und dann kam der höchste Chef hier und wir haben uns getroffen. Und dann holte der Umschläge raus und da war dann unsere Prämie drin, unsere Jahresprämie. Und hat gesagt, wir haben sie leicht verfehlt, hat alle Umschläge wieder eingepackt. Was? Und dann sollten wir essen. Uns ist echt, wir Disponenten, wir sind ja ein paar mehr gewesen zu dem Zeitpunkt. Uns ist alles vergangen. Ja, das glaube ich. Ich sage, was ist das bitte schön für eine psychologische Kriegsführung? Ja, das ist so abartig gewesen. Ja. So, und seitdem habe ich auch gesagt, scheiß auf diese scheiß Prämie, was soll das? Ja. Wir haben jetzt zum Beispiel, jetzt sehe ich die Sicht ja aus der Sicht des Kraftfahrers. Ja. Und wir haben es teilweise so, dass die Disponenten versuchen, Werkstatttermine
jetzt ins nächste Jahr zu drücken, okay, damit sie ihr Budget, was sie halt haben bis 31.12., um eine Prämie zu erhaschen, nicht einhalten können. Okay. Ah, und ich finde, das ist so widerlich, so unmöglich, weil es gibt ja nur wirklich Sachen, die repariert werden müssen. Wir haben Winter, es wird schnell hell, es wird schnell dunkel. Überleg doch mal, das ist ja auch von der Tapete bis zur Wand gedacht. Weil am Ende, wenn du, das ist wie mit einer Krankheit, wenn du die verschleppst, wird es noch schlimmer. Ja, natürlich. So, und wenn das passiert, dann ist der LKW halb Schrott, weißt du? Und das kostet viel, viel mehr Geld, als wenn er gleich hingefahren wird. Das verstehen die ja nicht. Das verstehen die irgendwie nicht. Ich weiß nicht, wo der geistige Horizont geblieben ist. Ja, das ist. Ne? Ist das eine Sofortaufnahme? Wird da so gedacht von heute auf morgen? Ja. Und es wird nicht an nächste Woche gedacht, sondern jetzt Momentaufnahme ist wichtig. Weil offensichtlich ja die auch irgendwie im Rapport geben müssen, dass irgendwas eingehalten wird. Wenn es so eine Aktiengesellschaft ist, die dahinter steckt, oder was weiß ich, weißt du? So. Ja, ja. Und wenn die dann sagen, ja, Ziel erreicht oder verbessert oder übererreicht. Dann stehen die gut da. Die Leute kriegen eine Prämie für Rufbereitschaft im Dienst. Mhm. Nachts, im Dienst. Aha. Dass sie ihr Handy anhaben. Auf Arbeit. Das ist ja merkwürdig, ne? Hab ich gesagt, sag mal, nehmt ihr Drogen, kifft ihr? Was ist das denn? Dafür arbeiten sie doch. Ja, eben. Ja. Ich meine, ganz ehrlich, das wäre ja so, als wenn ich das fordern würde. Genau das. Und ich telefoniere den ganzen Tag. Was soll das denn? Gehört doch dazu irgendwie, ne? Ja, und das ist so eine Frage, wo ich dann echt sage von, ey. Ja, das macht keinen Sinn. Boah, das sind so Sachen. Und die fallen dir jetzt auch zum Jahresende halt auf. Ne? Ja. Was die da anfangen zu sparen, Loch und Löcher, das ist wahr. Ich glaube, das ist ein gutes Beispiel. Und ich glaube, das kommt auch in diese Richtung mit den Baustellen. Dass es genauso absurd ist, mit diesen Baustellen, die dann alle aufzumachen. Und ich könnte mir vorstellen, dass es alles Mögliche in allen anderen Branchen auch gibt. Solche Geschichten. Also ich find's schon provokant, wenn du eine Baustelle hast, die wirklich kilometerlangen Stau entwickelt und dann ist ein Wasserwagen, der da nur steht, der auf 200 Metern abgesperrt ist und daraus werden aus drei Spuren eine gemacht. Und dann sitzt 10 Kilometer Stau. Genau, und es sind 10 Kilometer Stau, die Leute kommen alle zu spät zur Arbeit. Ja. Es ist so bei so einem Nadelöhr halt ja unmöglich, pünktlich zu sein. Und ich frage mich heute immer noch, wo du das jetzt gerade sagst, fällt mir das ein, was für Kosten verursacht das bei den Betrieben eigentlich, bei den Unternehmen? Ich will jetzt gar nicht mit Ozon anfangen oder so. Das ist das Nächste. Diese Stauung und so weiter und so fort. Aber das ist am Ende ja genau wieder dieser Verbrauch. Das ist wie in der Stadt. Stop and go. Die ganze Zeit. Aber wer kloppt sich da ein und sagt sich, geil, ich habe eine Baustelle aufgemacht? Ja. Wer ist das? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Ich kann es sehr gut nachvollziehen, das, was du gesagt hast, ist mir noch gar nicht so bewusst gewesen, dass auch dort halt Leute, die halt nachts arbeiten müssen, kriegen Nachtzuschläge. Genau. Das heißt, die kriegen 3,50 Euro die Stunde mehr. Das sind ja auch normale wirtschaftliche Unternehmen. Genau. Das auf 10, 15 Leute, wenn sie denn dann arbeiten. Wenn sie arbeiten, ja. So, ist ja okay. Ja. Aber dass man an anderen Ecken und Kanten spart und es angenehmer macht. Sonst hast du ja so einen Michael Douglas, weißt du, der dann durchdreht, weil er da irgendwo im Stau steht. Und der war auch geil, der Film. Der war geil. Aber wo er eine Minute zu spät kommt, will noch dieses Frühstück haben, ne? Ja, ja. Bei McDonald's. So unmöglicher Stress, der provoziert wird eigentlich, finde ich. Ja. Ja, das sehe ich ganz genauso. Ich verstehe auch gar nicht, es gibt so viele komische, also gerade zum Jahresende so viele komische Sachen, dass das immer trotzdem noch funktioniert und Jahr für Jahr gemacht wird. Und die beschließen in der EU allen möglichen Scheiß. Jetzt sind wir doch fast bei Politik. Aber sowas wird toleriert. Ist scheißegal. Ja. Ist wurscht. Kriegst du Weihnachtsgeld? Nein. Kriegst du nicht? Nein. Bei uns wird es immer weniger. Ne? Wir haben vor Jahren wirklich tütenweise gekriegt. Da haben wir wirklich alles drin. Und es wird immer weniger. Es geht jetzt nur noch über einen Gutschein und das sind auch immer weniger Euro, die da drin sind. Und das selbst kriegen wir nicht mehr. Das heißt im Endeffekt, also worauf ich hinaus will, ist, dass du, wenn du jetzt Geschenke für deine Liebsten kaufen möchtest, sparst du dir das an. Tue ich nicht, aber ich weiß, was du damit sagen willst. Ja. Sollte man tun, damit man dann theoretisch Dezember quasi nicht so ein Loch reißt, ne, wenn man halt alle Geschenke kauft. Also ja, da gibt es nicht Weihnachtsgeld oder sowas in der Art, dass man sagen kann, ich greife darauf zurück. Das muss ich mir entweder angespart haben oder aber ich sage dann, okay, dann ist es Dezember halt mal so, wo es weh tut. Weil ich frage mich jedes Mal, früher gab es ja auch kein Weihnachtsgeld.
Ich weiß gar nicht, was zu DDR-Zeiten war, ob es das gab. Kann ich mir nicht vorstellen. Naja, wie war das damals? Also ich glaube, Beamte kriegen ja, ne? Oder im öffentlichen Dienst, die kriegen ja. Das ist ja mal 13. Monatsgehalt, was es kommt. Ich glaube, alles andere ist so Absprache, ne? Vertraglich geregelt. Ist vertraglich geregelt, der Tarifvertrag oder was weiß ich so. Naja, oder so, ne? Also ich könnte jetzt zum Beispiel auch sagen, von wegen, pass auf, ich will dann aber, wenn ich bei dir anfange, will ich Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld. Mhm. So. Das Corona-Geld damals gab es ja auch nicht. Da gab es, ist gar nicht weitergeleitet. Ich hab mitgekriegt, dass andere Speditionen bei uns hat wirklich einmalig natürlich auf die 2 Jahre gesehen. Ich will jetzt gar nicht lügen, ich sage jetzt aber mal einfach eine fiktive Summe, haben 1000 Euro bekommen oder so. So, das war aber trotzdem in Ordnung. War erstmal so eine Stange Geld, mit der du was bezahlen konntest. Ja, und so. Das ist, und da wollte ich eigentlich darauf hinaus, leider möchte ich noch was anderes. Mit gegebenenfalls von diesen 1000 Euro sind 500 Euro netto übrig. Ja. Kauft man davon Weihnachtsgeschenke? Ist das normal, 500 Euro auszugeben für Weihnachtsgeschenke? Wenn es nicht für eine Person ist? Ja, gut. Insgesamt gesehen? Ja, aber was ist insgesamt? 3? 4? Wo hört das auf? Wo fängt das an? Mit dem Geld meine ich jetzt. Ja. Also, wenn ich überlege, was ich inzwischen meinen Kindern schenke, das. Also, überleg mal 30 Jahre zurück. Es ist ja aber auch das Ding, was wünschen sich heutzutage die Kinder? Ja. Und was haben wir uns gewünscht? Ja, meine, vor allen Dingen, wir leben ja mit der Zeit. Das muss man immer als Entschuldigung sagen. Genau. Wir wollen ja jetzt nicht spießig sein. Früher haben wir halt mit Holztreckern gespielt und haben ja irgendwie mit Puppen, ne? Keine Ahnung. Netzbox, tralala, gibt es halt nicht mehr. Man soll natürlich mit der Zeit leben, aber... Denken Kinder noch minimal? Ich weiß es nicht genau. Das ist eine sehr gute Frage. Sind Kinder bescheiden? Nö, eigentlich ja nicht. Sie haben ja das Recht, Wünsche zu äußern. Deswegen schreiben sie einen Wunschzettel. Das haben wir ja früher auch gemacht. Wir haben so kann ich mich erinnern, auf dem Wunschzettel ganz viele Sachen aufgeschrieben, wo ich sowieso wusste, ein Zehntel davon kriege ich. Ja. So, ist ja auch von völlig normal. Ist auch völlig okay. Ein Wunschzettel ist, um seine Wünsche zu äußern. Genau. Und wenn ich dann ein Auto und einen Hubcover hinschreibe, ob ich es kriege, ist ja eine ganz andere Sache. Richtig. Und ich finde, genau das ist ja der Punkt. So, aber wo es jetzt hingeht, ist ja im Endeffekt, du setzt dich entweder mit den Kindern zusammen an den Rechner oder sie bestellen es gleich selber bei Amazon und bezahlst es dann für mich. Ja. Weißt du, das so und das finde stimmt. Ich so. Ja, das, da gebe ich dir recht. Das war früher ganz anders. Ne? Ja. Also es wurde echt alles ein bisschen umschmückt. Ob es nur Ostern ist, dass das alles wirklich versteckt worden das ist war und was man geht Besonderes über eine dieses, genau. Genau, und dann hatten wir uns aber dann auch teilweise wirklich über eine Tafel Schokolade und ein paar Ostereier und Schokoeier und so, haben wir uns gefreut. Bambini. Heute wird bei Ostern schon mal, ich will jetzt nicht sagen neues Handy oder so, ne? Aber da geht es um ganz andere Reichweite. Ja, aber sowas in der Art. Ja. Ne? Das ist Nikolaus. So. Nikolaus haben wir wirklich teilweise unsere Stiefel rausgestellt. So, und wir mussten die Schuhe putzen. Ja. So, und dann hast du dann teilweise jokemäßig in dem einen ein Stück Holz oder eine Kohle reingelegt bekommen, um diesen Schock, also um dieses Spielerische natürlich dann auch irgendwo mitzuerleben. Ja. Und in dem anderen war dann halt eine Tüte mit Süßigkeiten. Und da hast du dich gefreut drüber. Das ist der springende Punkt. Es ist wieder so. Ein Amazon-Gutschein, ein Steam-Gutschein. Richtig. Ein Mediamarkt-Gutschein, was weiß ich. Zum Nikolaus. So, zum Nikolaus. Und wo soll das hinführen, ne? Genau. Und ich frage mich, und deswegen frage ich so blöd, an der Stelle... Das, was du deinen Kindern dann schenkst, du willst ja Jahr für Jahr immer mehr. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was ich meinem Kind letztes Jahr geschenkt habe, meinen Kindern. Das weiß ich nicht mehr. Aber deswegen hast du ja immer, du bist ja schon dreistellig. Du bist ja eigentlich fast schon dreistellig, was du schenkst. Und da denke ich dann immer drüber nach, so würdest du so viel Geld für dich eigentlich selber ausnahmsweise mal ausgeben? Sogar zu Weihnachten? Also würdest du dir für dieses Geld was Gutes tun, wenn du nur an dich an dich selbst denkst? So. Hm. Was weiß ich, ein Wellness-Hotel-Wochenende so mit deiner Freundin oder keine Ahnung was. Meinst, was Urlaub, Kurzurlaub. Würdest du sowas einfach mal so machen? Du machst das für deine Kinder. Nee, genau. So. Genau. Da denkst du fünfmal drüber nach. Aber ich glaube, das ist ganz normal. Aber ich glaube, das ist normal. Das waren ja unsere Eltern früher genauso. Jetzt sind wir so an der Reihe. Aber die haben doch nicht so Unmengen Geld ausgegeben. Oder haben sie das? Ich weiß es nicht, weil unsere Wünsche waren ja früher anders. Ja, vielleicht in Relation war es so viel, ja, das kann sein. Aber
das ist wieder dieses Ding mit der Zeit, ne? Ja. Und ich möchte eigentlich nicht so als alter Stiesel dargestellt werden. Ja, du sagst immer früher haben wir das nicht. Früher. Diese Sprüche willst du nicht hören. Ja, richtig. Ich will so. Olli. Schön, bitte. Dass er da ist. Ja, das finde ich einfach auch. Mal, ja, dann sag doch mal was Positives, bitte. Liebster Olli, hast du ein Geschenk für mich? Nee. Hau ab, verpiss dich. Nein, aber weißt du, das ist ja immer das, was die Kinder natürlich, das hast du früher als Kind gesehen. Ach, jetzt geht das wieder, jetzt kriegst du wieder so eine Moralpredigt. So, und das möchte ich natürlich unterbinden. Was ich immer feststelle, selbst an meinem Uwe, ist, der Wunschzettel ist gar nicht mal so groß, aber das, was er sich wünscht, das ist, boah, das ist schon, ne? Ja. Und man versucht natürlich dann auch zu erklären, dass du ein Handy, wenn du das ohne Vertrag kaufst, mega, mega, mega teuer ist. Ja. So. Und das verstehen die dann irgendwie nicht. Oder wollen es nicht verstehen? Du, das verstehen sogar 60-Jährige nicht, für die ich jetzt gerade irgendwelche Handys besorge, weil die das nicht begriffen haben, dass man Handys auch ohne Vertrag kaufen kann. Ja. Oh, was? Das wusste ich überhaupt nicht. So, weißt du? Was ich verstehen kann, ist, dass die nicht so die Einsicht haben von wegen, du sag mal, der Umgang mit dem Handy, hast du noch nicht ganz so drauf, wenn ich dir jetzt ein Handy für 600, 800 Euro kaufe. Ja. Das lebt bei dir nicht lange, weil du bist so krass aktiv, dass das runterfällt, kaputt geht und dann sind die 800 im Arsch. Meinst du denn, dass, gehen wir mal davon aus, dass dein Uwe sagt, ich habe es ja eh nur geschenkt gekriegt? Nee. Ich glaube, dass der Wert einfach, er musste, und das ist ja, also ich selber kann es sehr gut verstehen, weil ich mich in sein Lager versetze. Er ist ja gar nicht, er hat das noch nie abarbeiten müssen, er hat noch nie schwer arbeiten müssen. Das ist der springende Punkt. Er weiß es gar nicht einzuschätzen, was es bedeutet, genau. 600 Euro ran zu schaffen. Richtig. Er hat die Option, einen Wunschzettel zu schreiben, das tut er. Ja. Punkt. Jetzt ist es unsere Aufgabe natürlich zu entscheiden, kriegst du oder kriegst du nicht. Und er wird genauso angepisst sein wie wir vor 30 Jahren, dass wir irgendwelche Sachen, die wir uns vielleicht mega gewünscht haben, nicht bekommen haben. Für uns war das früher so der erste PC, den wir uns vielleicht gewünscht haben oder so. Ne? Und wir haben es dann auch nicht gekriegt, weil es zu teuer war. Mhm. Wir haben abgekotzt. Nur mal so als Beispiel. Aber das Leben geht ja auch weiter. So, jetzt sitzen wir in der Situation und die Jugend wünscht sich halt ein Headset, sagst du dir, alles klar, ist ein Fuffi. Das kann er kriegen. Richtig. Trikots hat er sich auch immer gewünscht. Jetzt will er natürlich ein Trikot von Marokko. Wo ich auch sage, ja, bloß weil sie jetzt ewig Spanien rausgekickt haben, er ist ausverkauft. Gibt es nicht mehr. Oder du bezahlst das Zehnfache. Ja, ja, genau. So. Mein Uwe ist so clever. Der hat das jetzt gelernt, nachdem er mehrere Jahre immer mich gefragt hat, seine ganze Familie abzuklappern, wenn er was ganz Teures will. Und gibst du was dazu? Jo. Gibst du was dazu? Jo. Gibst du was dazu? Jo. Und zack, spart sich sowas zusammen. Oder andersrum, zu sagen, ich möchte gerne irgendwas. Alle legen zusammen. Ich möchte gerne AirPods für 120 Euro. Ja. Und bezahlt ihr das, was ihr bezahlen wollt, und den Rest lege ich dazu. Mhm. Auch das ist ja möglich von seinem Ersparten. Ja, klar. Auch nicht schlecht. Aber sowas gibt es ja auch erst heute. Weil sowas gab es früher ja auch nicht. Nee. Jedenfalls, ich kenne das nicht von mir. Die Idee ist ja gar nicht gekommen. Nee, genau. So zu sagen, wenn euch 50 Euro fehlen, dann gebe ich sie ja zu. Ja. Oder mag. Naja. Aber weißt du, woran das auch wieder liegt? Wir haben früher nicht die Dimension an Taschengeld bekommen, wie sie heute stimmt. kriegen. Ja, ja, das stimmt. Ja. Das hatten wir, glaube ich. Taschengeld hatten wir, glaube ich, schon. Ja, ja. Das ist, also das denn da sind wir als Erwachsene eigentlich manchmal selber ja auch schuld. Mhm. Weil Oma und Opa, ne, haben dann auch die Tasche locker und das kaufe ich dir. Bam. Ja. Und schon, ja, abgehakt. Mhm. Dann kann ich ja die zweite teure Sache nehmen. Sag ja. Du sitzt dann da und sagst dir, Aber soll ich dir was sagen? Da bist du ja dann wieder in der Bredouille. Wenn Oma und Opa die teuerste Sache auf dem Wunschzettel kaufen, dann kaufst du die drittteuerste, wo du denkst so, aber ich bin doch die Eltern, ich bin doch der Vater. Das ist doch scheiße, oder was? Ich glaube, in dem Fall ist es fast egal. Ich glaube, dass es dem Kind darum geht, was vom Wunschzettel habe ich denn bekommen? Ist es eher mehr von dem, was da draufsteht, oder ist es eher weniger von also dem, nicht was von, du meinst nicht vom Geldwert her, sondern von der Anzahl her? Von der Menge her und von dem Kriterium, also von der Wichtigkeit her. Okay, ja. Ja, okay, was du meinst, ja. Ja, das kann sogar sein, dass sie da in diese Richtung noch gar nicht denken so. Boah, was ich manchmal so festgestellt habe, und das ist wirklich nur eine Feststellung, dass... Geil.
dass manche Geschenke einfach untergegangen sind. Mhm. Du hast Geschenke gekauft, es gab ein Highlight, das hat er auch gekriegt. Mhm. Und du hättest ihm eigentlich nichts anderes mehr kaufen brauchen, weil du mitkriegst, dass dieses Highlight, was erfüllt worden ist, den ganzen Abend sprengt. Und alles andere ist eigentlich nichtig. Also egal, ich sag jetzt mal aus Quatsch, du hast ihm jetzt ein Headset für 50 Euro gekauft, du hast ihm noch ein T-Shirt gekauft für 100 Euro, aber den PC, den er sich gewünscht hat, den hat er gekriegt, wo alle zusammengelegt haben. Ja. So, also war es nicht teuer und man konnte das gewährleisten. Ja. Und dieser PC wurde aufgebaut. Ich übertreibe jetzt mal. Ich weiß, was du meinst. Aber. So, und es wurde sich über den PC gefreut und das andere war dann schon nicht mehr... Ja, ja, es ist halt da, es ist schön. Und das ist dann manchmal auch immer so ein Risiko, ne? Was dann da im Raum steht. Und ja, du hättest das Geld, also bescheuert klingt es, aber du hättest das Geld sparen können eigentlich. Ja, aber was ich dann auch manchmal beobachte, ist, dass die Eltern plötzlich so enttäuscht sind, wo ich sage, es ist doch aber normal, dass ich als Kind eine Priorität setze und das andere kommt ja dann irgendwann, vielleicht Tage später oder wie auch immer. Oder genau, genau, richtig. Ja, das ich sag mal, wenn er den PC, das ist wirklich ein blödes Beispiel, ja, theoretisch, natürlich. Wenn er ihn in die Ecke schiebt und sagt, ich habe keinen Bock mehr drauf, dann sieht er, ach, das habe ich ja auch noch, stimmt. Und genau, dann, genau. Aber die Momentaufnahme der Erwachsenen ist dann total beleidigend, so von wegen, der freut sich jetzt hier, was... Das kann er nicht machen. Weißt du, wie ich das früher gemacht habe? Ja. Wir haben die Geschenke im Elternhaus immer unter den Baum geschoben, so abends. Und ich habe mit dem Hauptspielzeug sozusagen gespielt. Weiß ich noch, als kleiner Bengel. Ja. Und ich bin morgens dann aufgestanden und habe mir erstmal wieder angeguckt, was ich eigentlich noch gekriegt habe. Ja, ja. Und angefangen zu spielen. Das war immer geil. Mhm. Dann ist die Mutter aufgewacht, hat Kaffee gemacht und so. Und ich habe schon gespielt und so. Aber wir haben damals Sachen gekriegt zum Spielen. Richtig. Heutzutage gibt es fast keine Sachen mehr zum Spielen. Ja, richtig. Naja gut, jetzt sind sie aus dem Alter raus. Ja, natürlich. Mhm. Aber du hast doch teilweise, wenn man so überlegt, gibt es noch wirklich Sachen, die du geschenkt bekommst zum Spielen? Ja, gibt es für kleine Kinder. Ja, das ist klar. Ja. Ne? Aber ansonsten? Nee. Ist doch Technik und... Ja, genau, man schenkt es nicht mehr. Du schenkst dann, wenn dann irgendwelche... Oder Geld irgendwo wert. Oder Geld. Ne? Also ich ertappe mich auch immer, dass ich sage von wegen, Mensch, das Kinder, boah, das ist mir zu anstrengend. Ich bin am Überlegen, dir Geld zu schenken. So primitiv, wie das eigentlich klingt. Aber komme ich immer noch um die Kurve und sage, pass auf, nee, du schreibst diesen verdammten scheiß Wunschzettel. Und der wird jetzt 16. Also ich glaube nicht, dass er mit 17 noch einen Wunschzettel schreibt, weil dann hat sich die Sache erledigt. Aber Wunschzettel kann ja auch mündlich sein. Also genau. Er kann das ja auch. Ja, ja. Ne? Das machen wir ja auch. Er hat natürlich das Problem, dass er sehr nahe Weihnachten, Geburtstag hat auch. Ne? Ja, stimmt. So, und dann sitzt er natürlich da und hast sowieso immer das Gefühl, es wird alles halbiert. Ja. So. Und das versuchen wir natürlich irgendwo insgesamt zu vermeiden. Mhm. Er soll ja glücklich werden. Also man kann ja dann wirklich sagen, okay, pass auf, jetzt kriegst du etwas Teures. Und das gilt aber für beides. Was das angeht, stelle ich mir das auch ganz extrem schwer vor, zu sagen, weil sich das ja so geballt auf den Dezember so fokussiert. Ne? Ja, ja, klar. Das ist schon sehr schwer. Deswegen soll er ja dann vielleicht auch eine Sache, die etwas teurer ist, bekommen. Du kannst das ja dann immer auf beide Sachen aufmünzen. Ja, genau. Ne? Und dann wirklich sagen, pass auf, das ist dann jetzt für Geburtstag und für Weihnachten. Was am Ende ja auch wieder schade ist, weil... Normalerweise freust du dich ja über, also ich sag mal, wenn der Geburtstag jetzt im August wäre oder sowas, dann freust du dich auf deinen Geburtstag als Kind. Ja, ja. Und freust dich wieder auf Weihnachten. Du hast quasi immer so ein halbes Jahr dazwischen. So ist natürlich gut, aber da kann ja keiner was machen. Das ist ja so, hättest ja die Beine nicht zusammendrücken können. Und noch 3 Monate oder sowas, ne? Ja. Wie was du jetzt, halt oder was? Oder die Mutter. Du bist die Mutter? Die Mutter, die Beine zusammen, damit es nicht im Dezember, sondern im Was wir versuchen, dass er das nicht denkt, ist, dass wir jetzt Geld sparen, weil wir jetzt Sachen kaufen und das halbieren auf Geburtstag und Weihnachten. Weil, wie du schon sagst, habe ich im Mai und im Dezember 2 Sachen, Geburtstag und Weihnachten, dann kann man aus Vollen schütten. Ja, ja, genau. Und so sieht es immer aus. Ja. Ah, jetzt braucht ihr nur einmal Geschenke kaufen und das ist ja für beides. Mhm. Na, also spart ihr so ungefähr. Und das wollen wir natürlich nicht. Jeder will seine Kinder glücklich machen. Ja. Es ist ja letztendlich so.
Am Ende läuft es darauf hinaus. So genau, und jeder soll selber entscheiden, wie viel. Aber ich bin auch der Meinung, umso älter die Kinder werden, umso teurer wird es. Ja. Und wenn sie immer alles kriegen, dann setzen sie schon voraus, dass sie es kriegen. Und das ist der springende Punkt. Genau. So. Und ich weiß nicht genau, wie das, also ich kenne jetzt unsere Meinung, ich kenne die von unseren Freunden und aus der Familie, so was da so ungefähr. Aber ansonsten kann man sich gar nicht vorstellen, weil es ja auch unterschiedliche soziale Schichten gibt. Die einen können sich das leisten und die anderen nicht. Da geht es dann wieder los. Ja, ja. Ich sag mal, wenn du wirklich ein Hartz-IV-Empfängerfamilie bist, dann kannst dann du dir ist eben das klar. Dann ist das klar. Also um Gottes Willen, ich will auch gar keinen irgendwie jetzt, ne, das jetzt, ich habe jetzt eine PS5 gekriegt. Dann sagen die anderen, Alter, weißt du, wie viel Geld das ist? Das kann ich mir in 10 Jahren nicht leisten. Oder das ist eine Art. Ja. Mein Sohn kriegt eine Tüte Bonbons und ein T-Shirt. Übertrieben gesagt, klar. Ja, natürlich. Ja, ja. Ich versuche ja einfach nur den Unterschied so zu grenzen. Und das ist auch schön. Aber weißt du, was macht das, also jetzt, wo du das sagst, fällt mir das gerade ein, was macht das mit den Kindern eigentlich? Ich meine, die gehen ja dann alle zur Schule. Und überleg doch mal, was, wenn das man erzählt sich ja auch, ich hab die Airpods gekriegt, und dann stehen die da und haben wirklich eine Tüte Bonbons. Aber das ist so, das hat sich aber, glaube ich, nicht geändert. Nee, das war so früher bei uns auch schon so. Ja. Ne, dann bist du zu New Yorker gegangen und hast eine Jeans angehabt. So, und du hast jetzt gesagt, ich möchte gerne von New Yorker eine Jeans. Das können wir uns nicht leisten. Dann hast du eine Jeans bekommen, aber No Name. So, genau. Dann standst du in der Clique im Kreis. Und die hatten alle von New Yorker. Und die hatten von New Yorker eine Jeans, aber du nicht. Ja. Also geht es dann schon wieder los. Nee. Entweder hast du Kumpels und Freunde, die sagen, ist doch scheißegal. Ne? Oder aber du wirst gemobbt. Genau. Und jetzt hast du das, dann hast du wieder dieses Problem, was es heute auch gibt. Ja. Alle rennen. Hatten wir doch letztens erst gequatscht. Diese iPods. Die weißen. Es müssen weiße sein, sie müssen 120 Euro kosten. Und ich habe dir letztens gesagt, ich habe mir welche gekauft, auch weiße, sehen genauso aus für 40 Euro. Ja. Sind keine iPods, nicht original. Aber die haben den gleichen Sound, das interessiert die Jugend ja nicht. Nein, natürlich nicht. Die wollen natürlich original, weil das muss draufstehen. Und glaube mir, das sehen die. Natürlich, wenn die in der Runde auf dem Schulhof stehen, natürlich. Die sehen das. Ja. Und selbst wenn meine Uschi sagt, das sind AirPods definitiv. Ne. Nein, das sieht man. Ne. Weißt du, natürlich, da haben die Auge für. Ja. Ne. Und da ist natürlich, um den Bogen wieder zu Weihnachten zu schwenken, die Chance zu Weihnachten da, dass die Eltern eher Geld locker machen für sowas, als so mal eben nebenbei. Das funktioniert halt nicht. Was ich immer so schlimm finde ist, also das stelle ich jetzt als Elternteil fest, du erfüllst ihm diese Wünsche und du butterst da halt wirklich Asche rein. Mhm. Und das sind halt nicht 20 Euro. Nee, genau. So, und dann ist das verpufft. Ja. Dann ist das verpufft. Und ich stelle mir das dieses Jahr auch so schlimm vor, wo diese ganze Gas und Strom, wie viele Kinder werden vielleicht nicht das bekommen, was sie sich wünschen, weil die Eltern einfach auch nicht können. Richtig. Wie viele Eltern ziehen sich ihr letztes Hemd aus, um die Kinder glücklich zu machen? Ja. Und am Ende nur, um die Bude warm zu kriegen. Respekt. Das ist Respekt wirklich davor. Und man hat, glaube ich, als Elternteil alles richtig gemacht, wenn die Kinder sagen, ich freue mich trotzdem auf das, was ich bekomme. Ja. So. Und naja. Ich glaube, ab einem gewissen Alter kannst du mit denen auch reden und denen das erklären. Und wenn die Kinder natürlich aufnahmefähig sind dafür, werden sie es auch verstehen. Genau. Wenn sie kleiner sind, das verstehen die natürlich nicht. Ist ja logisch. Nur da ist der Anspruch möglicherweise auch nicht so hoch. Ich habe keine Das wollte ich gerade sagen. Ich glaube, dass die Kinder, wenn sie etwas jünger sind, halt einfach noch viel Anspruch haben. Ne? Ja. So auf Erfüllung und die freuen sich, dass sie was bekommen. Ja. Und das hat das Gute. Oh, eine Muschi. Hey, du bist ja lange nicht mehr da gewesen. Ja, eine Woche, ne? Ja. Hey, du bist nass, geh weg. Die ist feucht. Die ist feucht. Ah. Eine feuchte Muschi. Ah. Was? FSK 18. Ja, ich gebe dir hundertprozentig recht. Es ist schwierig. Also sowas Ähnliches haben wir schon besprochen. Aber tatsächlich, das mit dem Geld ausgeben, das nimmt Überhand. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass das trotz dieser ganzen Energiescheiße und so weniger wird. Bei den Leuten, die sich das leisten nicht können. Und das wundert mich, dass die Leute sich intern irgendwie beschweren, aber trotzdem, es nimmt nicht ab. Nee, genau. Ich sage, wir, Luxus, wir, ja, wir Deutschen sind auch so unbelehrbar. Wir nehmen eher Kredite auf, um die Rechnung zu bezahlen. Und um die Kinder zu beschenken wahrscheinlich. Genau. Ja, also wirklich. Ja gut, das ist wie gesagt eine andere Geschichte. Und wir wollten ja nie so ins Politische reingehen, aber... Nein, aber das gehört ja irgendwie auch dazu. Geld gehört zur Politik nur mal dazu. Und ohne Geld funktioniert es einfach nicht. Ich
will auch gar nicht wissen, wie viele Leute, die sich hier nicht leisten können, zusätzlich nebenbei jobben, um sich genau solche Sachen leisten zu können. Und das aber ist ja was Besonderes. Was anderes, hör das auf. Ja. Jeder normale Mensch sagt, ich sollte einen Job haben, der mich finanziell erfüllt. Soll ich dir was sagen? Was bringt mir das, wenn ich einen Zweitjob annehme, um Geld zu verdienen, um die Kinder zu beschenken, wenn ich im Umkehrschluss wegen diesem zweiten Job nicht für die Kinder da bin, weil ich ständig diesen zweiten Job habe? Und das vielleicht irgendwann vorgehalten bekomme. Ja. Bist du eh nicht da. Ja. Wie geil ist das, oder? Ja. Naja. Also was für ein Schwachsinn. Na? Ja. Das ist ja dieses Thema, alleinerziehende Väter, beziehungsweise wo die Kinder woanders wohnen, wo du sagst von wegen, naja, ich muss halt Unterhalt zahlen und so weiter und so fort, und deswegen gehe ich halt arbeiten, ja, um dir vielleicht noch nebenbei ein bisschen was geben zu können. Ja. Wenn du was brauchst, gehe ich halt schrubben, arbeiten. Ja, genau. Und dann heißt es von wegen, ja, ich wollte ganz gerne mit dir, ich muss jetzt noch pennen und arbeiten. Du bist ja eh nur am Arbeiten. Hm. Und dann sagst du, toll, ich habe das Geld für die Kinder zusammen oder für die Familie und wirst nachher verlassen, weil du ständig hin und arbeitest. Naja, klar. Ja, mein Gott. So, es blunkt. Es blunkt. In einer Minute blunkt es. Hast du eigentlich noch so einen schönen Bonifaz? Hast du? Oh ja. Oh ja. Ja, ja. Das wär's jetzt. Das wär's jetzt. Olli. Olli. Was ist das denn? Tsch mit Ö. Kann auch nicht lassen, ne? Nee. Voneinander meine ich jetzt. Ach so. Lassen, hassen, lassen. Lassen, hassen, lassen. Wieso vergeht die Zeit eigentlich immer so schnell? Master Fox. The Master Fox. Oh, Olli. Der hat eine Gitarre. Oh, meine Hände sind kalt. Ja, ja, ja. Jetzt sind sie heiß. Jetzt sind sie heiß. Nee, erst ruhig zu. Ihre Tochter schickt die Gräfin nach der Schmach ins Pensionat. Und des Abends vor der Reise gab sie ihr manch guten Rat. Leise schlich sich Bonifatius, als es gegen Mitternacht in das Zimmer der Komtesse, die es grad sich selber macht. Ohne nur ein Wort zu sagen, legt er mit ins Bett sich rein und erst in des Morgens Frühe liest er endlich sie allein. Moral. Der Backfisch, wenn Gelegenheit, ist gern zum Koitus bereit. Gute Nacht.